ist der 30.03.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Und heute, vor 47 Jahren, am 30.03.1964, läuft in den USA die erste Folge der Quiz-Sendung Jeopardy. Das ist natürlich falsch, ich hätte es als Frage formulieren müssen. Also, wann lief die erste Folge der Quiz-Sendung Jeopardy? Richtig! 30.03.1964. Und heute ist der Geburtstag von Vincent van Gogh. Vincent hatte am 30.03.1853 Geburtstag. Er gilt als einer der Begründer der modernen Malerei. Van Gogh wurde nur 37, sein rechtes Ohr sogar nur 35. Schade. Ja, heute ist wieder scheiß Wetter. Gummistiefel für so ein Wetter gibt es übrigens bei gartenlauf.com. Schick, geschmeidig, kuschelig, vor allen Dingen natürlich wasserdicht. Also ruhig mal anklicken, gartenlauf.com. Gute Stiefel. Und Wolfgang Niedecken wird heute 60, interessiert aber nicht wirklich. Aber Vigo hat Geburtstag, das ist toll. Noch gar nicht so verdammt lang her, dass du geboren wurdest. Ah nee, ist doch Quatsch. Vigo hat Geburtstag, tralalala, tralalala. Vigo hat Geburtstag, tralalala. So, Vigo, ich habe für dich hier ein Schokomuffin gebacken. Den kannst du dir bei Patchwork du abholen. Kommst du mit Papa vorbei. So. Apropos Papa, Erik ist wieder da. Hurra! Die ganze Familie und alle Freunde freuen sich. Nach 3 Monaten Arbeiten in L.A., jetzt nicht der schlechteste Ort zum Arbeiten in L.A., ist der gut gelaunte Sunny Boy wieder zu Hause in Nippes. Aber jetzt mal die Frage, da kommt der aus Kalifornien hier hin und unsere Sonne weg. Was soll das, Erik? Deine Schuld. So, dann möchte ich darauf hinweisen, dass am Samstag, den 2. April, bei mir zu Hause Flohmarkt ist. Bei Patch 22 in der Schillingstraße 22 gibt es ganz viele tolle Sachen zu kaufen. Am Samstag ab 11 Uhr. Klamotten, Bücher, Möbel, alles was das Herz begehrt. Wer Hunger hat, kann eine Waffel essen. Was zu trinken gibt es auch. Vorbeikommen. Samstag, 2. April ab 11 Uhr. Schillingstraße 22 im Büro von Patch 22. Zum Schluss gibt es natürlich immer einen Tipp von meiner Oma. Backwerk sollte stets in gut verschließbaren Dosen aufbewahrt werden, die kühl und trocken gelagert werden. Aber nicht so machen wie ich. Ich habe mittlerweile 12 Kisten Weihnachtsgebäck im Keller stehen. Und da steht es halt. So, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es Patch 22 in der Schillingstraße 22. Die sagen es mir. Ich sage es dem Viertel jeden Tag 16 Uhr hier vor der Agneskirche. Wenn Markt ist, auch um 12 Uhr am Sudermannplatz oder rund um die Uhr im Internet www.derschwarzebrett.de. Das bin ich. Tschüss.